eine Mixkritik-Session mit unserem Mastering-Spezialisten Björn. Was es damit auf sich hat und was wir da genau besprechen, das siehst du nach dem Intro. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn man seinen Mix fertiggestellt hat und denkt, das ist jetzt der Mix, der Sound von den Großen im Radio, dann wäre es doch toll, wenn man eine weitere Meinung dazu einholen könnte. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich mit irgendwelchen Studiobetreibern zusammenzusetzen. Wenn man sich mit denen ein bisschen anfreundet, kann man sich auch darüber austauschen, was man macht. Aber was ist, wenn man keinen Zugriff auf ein Studio hat? Gut, das ist den Recording-Blog gibt an dieser Stelle, dass es den Premium-Bereich im Recording-Blog gibt, denn wenn du da Mitglied bist, dann hast du jeden Monat eine Mixkritik von einem bis dato dir unbekannten Song, den du dir anschauen kannst. Jeden letzten Samstag im Monat erscheint eine neue Mixkritik, die ich zusammen mit unserem Mastering-Spezialisten Björn mache. Björn und ich schalten uns immer zusammen, unterhalten uns über Musik und du hast als Premium-Gold-Mitglied sogar die Möglichkeit, dass du einmal im Jahr eine ausführliche Mixkritik-Session mit Björn machen kannst. Und darüber sprechen wir heute und schauen uns gleich auch mal eine von diesen Mixkritiken an. Die machen wir heute quasi live ins Band hier rein und deswegen hole ich jetzt einmal unseren Lieblings-Mastering-Engineer dazu, den lieben Björn, dazu muss ich den Kopfhörer aufsetzen und begrüße dich, lieber Björn. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns heute hier mal zusammenfinden können für eine öffentliche Mixkritik. Wir machen ja eigentlich normalerweise nur im Premium-Bereich die geschlossene, aber jetzt machen wir es mal öffentlich, um allen Leuten mal zu zeigen, was euch da eigentlich entgeht. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Danke, dass ich heute dabei sein darf hier auf dem Recording-Blog und grüße natürlich alle Zuschauer an den Empfangsgeräten da draußen. Ja, an den angeschlossenen Empfangsgeräten. Ja, unsere Mixkritik ist ja mittlerweile schon eine liebgewordene Routine geworden. Eine Routine ist so ein bisschen nachweislich, eine liebgewordene Angewohnheit von uns beiden geworden. Einmal im Monat schalten wir uns zusammen und quatschen schön über Musik im Rahmen des Premium-Bereiches vom Recording-Blog. Es lohnt sich also unter anderem neben den Stems des Monats, den man sich da jeden Monat runterladen kann, unter anderem auch wegen dieser Mix. Kritik und wie gesagt, die Gold-Mitglieder im Recording-Blog-Premium-Bereich, die bekommen einmal pro Jahr auch eine ausführliche Mixkritik-Session, die man aber, man muss dafür kein Mitglied sein, auch durchaus mit dir einzeln vereinbaren kann. Ne? Das heißt, du bietest als kleine Dienstleistung deinerseits als Mastering-Studio, Mastering-Engineer auch eine persönliche Mixkritik an. Das ganze Ding kostet 60 Euro. Was machst du im Rahmen dessen? Letzten Endes gibt es da verschiedene Wege. Der klassische wäre, dass der Mix zu mir geschickt wird, natürlich ungemastert selbstverständlich. Dieser dann von mir analysiert wird auf alle möglichen Faktoren hin. Im Anschluss vereinbaren wir dann einen Termin und es gibt dann eine ca. 30-minütige Skype- oder Zoom-Videosession, ganz wie derjenige das möchte. Und dann erzähle ich nicht nur, was es alles zu verbessern gibt an dem Mix oder was man verbessern kann, sondern erkläre auch ganz genau, wie man dorthin kommt und wie man eben diese Verbesserung oder Veränderung durchführen kann. Genau. Das ist ja schon Luxus, ne? Also normalerweise, früher ist man ja in diesen Tonbereich reingekommen, indem man sich in irgendein Tonstudio reingeschlichen hat, erst Kaffee gekocht hat und am Ende des Tages dann den Rest, wo man nicht Kaffee gekocht hat, dem Audio-Engineer hinten über die Schulter geguckt hat und dabei gelernt hat. Irgendwann durfte man selber an die Knöpfe und wurde dann quasi Weltproduzent irgendwie. Heutzutage ist das ja nicht mehr möglich. Umso luxuriöser ist natürlich Gelegenheit, wenn man mal jemanden fragen kann, der sich damit auskennt. Also das finde ich wirklich großartig, dass man das bei dir machen kann. Und wir wollen heute mal zeigen, wie das genau aussieht. Also wie wir eine Mixkritik im Recording-Blog-Premium-Bereich machen. Das heißt, dazu lade ich dich jetzt mal ein. Und das Tolle ist, die Basis dieses Songs, den wir uns jetzt gleich anhören, ist aus den Stems des Monats. Und ich glaube, es waren die Stems im Februar von Joe Gilder, Better This Way. Ein ganz toller Song von einem Nashville-Musiker, Produzenten und auch Teacher, also auch ein Lehrer im Bereich Home Recording. Und der liebe Joe hat mir diese Spuren zur Verfügung gestellt. Du kannst sie bei mir im Recording-Blog kaufen. Kannst du in den Shop reingehen, kannst du die Songs, kannst du die Spuren davon kaufen, runterladen und selber mal versuchen zu mischen, wie der Song geht. Oder aber du bist halt Premium-Mitglied, die Gold-Mitglieder haben Zugriff auf sämtliche Stems des Monats, die in meinem Recording-Blog erschienen sind. Das heißt, da lohnt sich alleine schon die 15,90 Euro oder die 14,90 Euro, die das im Monat kostet, da mal zu investieren, weil da kriegst du das Material, mit dem du üben und spielen kannst und mit dem du dann wirklich deine Mixfähigkeiten auf das nächste Level heben kannst. Wir schauen jetzt einfach mal zusammen, lieber Björn, auf den Mix, den mir Gerion eingeschickt hat von Better This Way.
Way und ich bin mal gespannt, was ihr meint zu dem Mix. Schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Schreibt, was ihr gut findet, was ihr besser gemacht hättet, was ihr findet, dass man es hätte besser machen können. Denn besser machen, reden und machen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann hören wir jetzt einfach mal rüber rein und schalten mal rüber. Hier schön live on tape, jetzt in diese Session, die ich hier aufhabe. Es handelt sich hier übrigens um das Mastering-Template, was wir unter anderem auch im Premium-Bereich anbieten. Wir haben einige Templates zusammengestellt, die man sich da runterladen kann. Und das hier ist das Mastering-Template, persönlich zusammengestellt von Björn. Magst du vielleicht kurz nochmal eben was dazu sagen, was dir dabei in den Kopf gegangen ist? Weil ich stelle fest, wenn ich hier mal den Zoom mache, da ist jetzt gerade dein Bild, aber man sieht hier, dass hier jede Menge Plugins sind. So kann man es, glaube ich, unter deinem Bild hervorheben. Ne? So, ich muss mal kurz gucken. Genau. Hier sind eine ganze Menge Plugins und mit denen kann man ja Mastering-technisch einen Song durchaus nachbearbeiten. Ich habe die jetzt deaktiviert, weil wir wollen ja den ungemasterten Song hören, aber da sind ja einige Plugins, die du im Rahmen dieses Templates untereinander gestapelt hast, ne? Ganz genau, ja. Es handelt sich ja bei den Templates eben dementsprechend um die Möglichkeit, mit Studio One internen Plugins oder mit kostenlosen Drittanbieter-Plugins zu arbeiten. Ne? Da haben wir ja darauf geachtet, dass die für Mac und Windows gleichermaßen kompatibel sind, die Versionen. Mhm. Und ich habe dort einfach mal eine triviale Mastering-Chain gebaut, mit der man aber definitiv, vor allem wenn man seinen eigenen Mix mastern möchte, in dem Sinne, wo man schon einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt bekommt, was man da machen kann. Wir haben natürlich ich habe natürlich keine Voreinstellungen getroffen, weil ich natürlich nicht weiß, was da letzten Endes an Musik dann durch die Plugins durchläuft, sondern es geht da erstmal grundsätzlich um das Verständnis für vielleicht eine Möglichkeit in der Reihenfolge der Plugins und sind noch kleine Features eingebaut, wie dann quasi einmal die Aufteilung in Mitte-Seite, wo man das Signal nochmal getrennt bearbeiten kann. Und so weiter und so fort. Das Ganze natürlich auch mit den dementsprechenden Notizen und Informationen ausgestattet, wie in all unseren Templates. Genau, die wir im Premium-Bereich auch mit anbieten und die Bibliothek der Templates wächst und wächst und wächst. Das ist im Moment hier für Studio One, aber die Templates werden auch zumindest für Logic umgesetzt. Und wenn ich jemanden finde, der Bock hat, das auch zu übersetzen in FL Studio zum Beispiel, Reaper, Pro Tools oder auch Cubase, kann er sich gerne bei mir melden, bei jonas@recording-blog.com, und dann können wir mal gucken, dass wir da die Bibliothek noch ein kleines bisschen auffüllen, damit diese ganzen Templates, die wir da haben, Singer-Songwriter-Template, Rockband-Template, das Mastering-Template und so weiter und so fort, dass wir das dann wirklich über die Zeit im Premium-Bereich dann auch für jede DAW anbieten können, die so da sind. Also, wir hören jetzt mal rein in Better This Way im Mix von Gerion und ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Also, los geht's und das ist dein Einblick in die Mixkritik, die wir einmal im Monat machen. Los geht's. You were calling to me all along. You want to show me what is real.
it's better today than it's ever been before. The man I was is slipping away. He can't control. Ich stopp mal an der Stelle und geh mal kurz rüber auf unsere Doppelansicht hier, Björn. Geiler Song, ne? Also da hört man schon, dass jemand wirklich Ahnung hat, Musik zu machen, ne? Also wirklich im Arrangement schon dafür zu sorgen, dass das ein geiler Song einfach ist. Ja, trifft sehr den Zeitgeist moderner Pop-Rock-Produktion auf jeden Fall. So ein bisschen in die britische Richtung, so vom Sound her auch, vom Gitarrensound her. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Ja, und der Mann kommt aus Nashville. Also eigentlich müsste der eigentlich eher in diesem, ja, muss man automatisch Country machen, nur weil man in Nashville wohnt, keine Ahnung. Aber Taylor Swift ist extra nach Nashville gezogen, um da auch zumindest Country-artige Musik zu machen. Hat sie ja auch gemacht, ist auch sehr erfolgreich damit geworden. Und der gute Joe, der weiß schon, was er tut. Ne? Und er hat unter anderem auch gute Musiker am Start, das kann man hier auch hören. Ne? Die Basis eines guten Mixes ist nun mal auch eine gute Aufnahme. Die ist definitiv da. Wenn du, wie gesagt, Bock hast auf die Spuren, kannst du dir bei mir im Shop kaufen oder wie gesagt, als Premium-Gold-Mitglied kriegst du auf jeden Fall auch Zugriff auf die Spuren. Und wir können ja mal kurz drüber sprechen, was uns bei diesem Mix aufgefallen ist. Denn die Qualität des Songs stellen wir jetzt mal nicht in Frage, sondern stellen einfach mal die Frage, was bei dem Mix genau passiert ist. Und ich hatte ja gerade kurz hier den Julian und den Span eingeblendet, um auch mal zu beobachten, was da so passiert. Der Mix ist schon sehr laut, ne? Ja, also es ist definitiv ein gemasterter Mix. In dem Sinne zumindest ist es ein limitierter Mix, sagen wir mal so. Also da wurde auf jeden Fall mit einem Limiter gearbeitet. Ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall mit einer Summenkompression gearbeitet wurde. Ja, limitiert musste ich gerade so ein bisschen schlucken, weil er ist ja nicht eingeschränkt, aber er ist natürlich mit einem Limiter bearbeitet. Das Wort Limiter kann man ja in beide Richtungen benutzen, aber nein, limitiert ist er natürlich nicht. Also das ist schon wirklich sehr laut. Wir haben ja auch eine ganze Menge Intersample-Peaks, wobei die, True-Peaks, die aber bei, ja, ist das positiv, ne? 1,6 dB ist dann schon nicht gut, ne? Nee, das ist schlechter. Ja, wenn es minus 1,6 wären, dann wäre es okay. Aber 1,6 ist dann doch deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Insgesamt aber auch leider, ja. Ja, das hört man dann auch leider. Da muss man, also vielleicht, falls du es nicht gehört hast, setz dir nochmal einen Kopfhörer aus da draußen. Dann kannst du vielleicht nochmal zurückspulen, dir das nochmal anhören. Also das ist schon tatsächlich ein kleines bisschen für meinen Geschmack übers Ziel hinausgeschossen. Wenn ich immer nach hinten gucke, gucke ich immer auf den Mix. Da kann ich mich besser drauf konzentrieren, was ist. Also das ist mir aufgefallen, dass er wirklich sehr laut ist, der Mix. Als zweites ist mir aufgefallen, dass der Bass unfassbar drückt und deswegen habe ich beim Span auch nochmal geguckt, welcher Bereich das genau gewesen ist. Also das ist auf jeden Fall im Bereich unter 50 Hertz, was für einen Rocksong schon sportlich ist. Ne? Bei einem Dance-Song würde ich sagen, ja okay, aber bei einem Rocksong drückt das schon untenrum ganz schön. Ja, wobei ich es nicht schlimm finde. Also ich finde, das Low-End ist ziemlich gut balanciert. Also die Bassgitarre, also der E-Bass und die Kick harmonieren gut. Kick hat halt einen relativ etwas höheren Druckpunkt, Grundton. Und der E-Bass wurde halt drunter geschoben im Bereich. Allerdings befürchte ich, ich habe mir den Song ja vorher natürlich auch schon mal angehört einmal. Und da ist mir aufgefallen, dass vor allem auf kleinen Speakern, also auf meinen Auraton-Speakern, der E-Bass, also die Bassgitarre, tatsächlich ziemlich verloren geht. Was natürlich der Nachteil ist, wenn man den gestimmten Bass, also den E-Bass in dem Fall, dann unter die Kick schiebt, weil dann wird es natürlich schwer, die Balance auf kleineren Speakern gut zu halten. Auf großen Speakern hingegen klingt es fantastisch, für mich. Also bei mir klingt es wirklich super, das Low-End. Ja, und du hast ja die eingemessene, perfekte Abhöre da als Mastering-Engineer. Mir persönlich war es ein kleines bisschen zu viel für den Rocksong. Und das, was du tatsächlich gerade gesagt hast, auf kleinen Speakern geht es flöten. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass man es auch auf kleinen Speakern hört. Und wenn du das dann mit Obertönen hinzauberst, dass es dann halt auch auf kleinen Speakern ist, dann musst du das Low-Hand insgesamt natürlich ein kleines bisschen zurücknehmen, weil du dann die Balance ja wieder herstellen musst zwischen den beiden Frequenzbereichen, damit du jetzt nicht total überbetonst. Weil wenn du jetzt noch die Obertöne hinzuschiebst, ist der war es eindeutig zu laut, das ist so mal. Ne?
Was mir aufgefallen ist, die Stimme klingt sehr warm, sag ich mal. Einige würden sagen, vielleicht sogar bedeckt. Ich finde sie sehr warm und bedeckt und sie ist sehr trocken. Ne? Das ist natürlich jetzt absolute Geschmackssache. Ne? Der eine mag die Stimme sehr trocken, der andere mag sie mit ein bisschen Raum drumherum oder macht vielleicht ein Slapback-Delay dahinter oder Delays und der andere macht sie richtig groß und breit und so weiter oder variiert das sogar zwischen Strophe und Refrain. Mir persönlich war jetzt die Stimme, es war schon fast eine Diskrepanz zwischen Playback, also zwischen Musik und Stimme, fand ich. Das, mag daran liegen, dass die Musik sehr gut aufgenommen ist und sich relativ leicht mischt. Die Stimme ist dann immer so ein kleines bisschen der Knackpunkt, wo sich dann zeigt, wie weit der Mischer schon seine Skills drauf hat, um das dann wirklich mit einzupassen und zu einem zu machen. Ne? Ja, würde ich so bestätigen, vor allem im Chorus, also im Refrain, merkt man erstmal sehr, sehr gut gemacht generell, dass es da sehr breit aufgeht im Chorus. Das ist sehr, sehr gelungen. Allerdings geht da auch ziemlich die Balance flöten, weil die Stimme, wie du schon sagst, relativ bedeckt ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel oder eine sehr, sehr warme Stimme, die im Mitteltonbereich oder in den Tiefmitten sehr viel Energie hat, aber nicht zu viel, also auch nicht irgendwie muddy oder so klingt, sondern wirklich einfach warm. Dafür aber sehr, sehr wenig in den Hochmitten an Informationen besitzt. Das heißt, sie setzt sich natürlich gegen diese vielen Gitarren, da kommen ja auch noch Gitarren dann dazu im Chorus, setzt sie sich natürlich nicht mehr wirklich ab, sondern man hat schon fast so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimme so ein, oder der Sänger in dem Moment sogar noch so einen Schritt zurückgeht. Das heißt, wir haben in den Vocals frequenztechnisch schon eine kleine Badewanne. Also wir haben sehr viele Tiefmitten, Grundtonbereich, sehr, sehr wenig Präsenz, sehr, sehr wenig Sprachverständlichkeit, aber dann leider auch wieder ziemlich starke S- und Zischlaute. Ja, und da muss man tatsächlich aufpassen, ne? Und gerade die Sprachverständlichkeit, wenn du so warm machst, dann bist du auch wieder bei kleinen Speakern, wenn du wieder, sagen wir mal, am Handy abhörst, was ja heutzutage sehr viele Leute machen. Natürlich kriegst du da keinen Hi-Fi-Sound hin, aber da muss es schon sehr ausgewogen sein, um dann die Stimme dann auch tatsächlich als Teil des Mixes zu präsentieren. Und da gehören natürlich räumliche Informationen dazu, aber eben im Prinzip auch die Balance, die Frequenzbalance zwischen Mix und Stimme dann einfach. Ne? Genau. Dann lass uns doch einfach mal weiterhören. Wir hören mal jetzt, es ist so ein bisschen U2-artig, der Song, ne? Wenn er mit seinen Delay-Gitarren da so spielt, das ist schon ziemlich geil gemacht. Irgendwie. Das ist so eine sehr moderne Farbe, finde ich auf jeden Fall. Hören wir mal den Schluss noch an von Better This Way und wie gesagt, falls du Lust haben solltest, mit den Spuren zu mischen, bei mir auf der Seite, Link unten in der Videobeschreibung, da kriegst du dann alle Informationen. Wir hören mal weiter, wie es weitergeht mit dem Song. Ach,
cool. Also ich liebe solche Musik, das muss ich wirklich sagen. Also da geht mein Gruß an Joe Gilder auf jeden Fall raus. Wunderbare Musik, wirklich toll gemacht irgendwie. Und wir sind jetzt zwar bei 4 Minuten 40, wo ich normalerweise sagen würde, eigentlich zu lang. Aber trotzdem echt, also guter Song. Beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Also, der Zwischenteil ist mir ein bisschen zu lang, wenn ich persönlich dann gehen würde, wenn ich jetzt mal über Arrangement reden würde, aber das, das ist okay. Das liegt ja tatsächlich im künstlerischen Bereich dessen, was der Komponist auch macht und so weiter. Ich fand die Stimme, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Stimme zu warm ist. Ne? Ich fand die Stimme jetzt in diesem kleinen Zwischenteil, wo es so ein bisschen intimer wurde, da war es fast genau richtig mit der Wärme. Also man hat den Eindruck, der Sänger tritt ein bisschen näher ran an den Zuhörer. Die Stimme wird wärmer, insgesamt ein bisschen näher. Und dann fehlt aber wieder der Kontrast, dann hätte eigentlich die Stimme dann wieder das, was wir gerade gesagt haben, ein bisschen weniger tief mitten und dafür ein bisschen mehr Präsenz in der Sprachverständlichkeit. Da hätte man da sogar so einen Vorwärts-Rückwärts-Effekt gehabt, dass der Sänger näher kommt und wieder einen Schritt zurückgeht an der Stelle, ne? Ja, ich denke, das liegt daran, dass da eben in dem Bereich diese Gitarren, die eben sehr präsent sind bei 800 Hertz bis 2,5-3 Kilohertz, die sind da eben nicht da oder sehr viel leiser. Ja, ja. Und deswegen hat die Stimme da einfach die Information, die sie da hat, kann sie da eben besser ausspielen, ne, und verliert da eben nicht gegen die Gitarre. Ne? Genau, sehe ich genauso. Also insgesamt glaube ich, dass in dem Song im Mix, dass es sich hier um einen relativ statischen Mix handelt, dass hier wenig mit Automation gearbeitet wurde. Automation ist ja die Würze. Automation ist zwar die letzten 10% vom Mix, aber braucht 90% der Zeit. Es gibt ja diese 10-90-Regel, ne? 90% der Arbeit brauchen 10% deiner Zeit und 10% der Arbeit, die letzten 10% brauchen 90% deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit vor allem. Also ich glaube, dass hier das Arrangement dem Mischer schon eine ganze Menge abnimmt, weil es einfach ein blitzsauber arrangierter und aufgenommen Song ist, das heißt auch die Stereobreite und so weiter, den ganzen Kram, da wurde relativ wenig automatisiert, aber speziell da, wo du sagst, ein Sänger ist zum Beispiel etwas näher am Mikrofon und tritt dann wieder zurück und so weiter, das kann man schön automatisieren, solche Sachen, man kann Delay-Effekte und Hall-Effekte automatisieren, Lautstärkeverhältnisse auch, die Stereo-Panorama automatisieren, dass die Strophe ein bisschen kleiner ist, dass Panorama nicht ständig auf voller Breite stehen bleibt und so weiter, deswegen glaube ich, dass man bei diesem Mix, wenn man die Stimme angeht und wenn man mit der Automation arbeiten würde und kreativ nochmal rangehen würde, Sachen lauter, leiser zu machen, breiter, weniger breit und so weiter, dass man da echt noch eine Schippe drauflegen könnte bei dem ganzen Ding. Ja, auch Lautstärke-Automation in den Vocals, definitiv, weil man merkt und hört auch, wobei das schwierig einzuschätzen ist, wie ich anfangs sagte, man hört zwischendurch die Summenkompression definitiv raus, weil es so ein bisschen schluckt und so ein bisschen aufnimmt. Kann aber auch sein, dass das die Kompression auf einzelnen Elementen ist, nämlich zum Beispiel auf den Vocals. Dafür gibt es in den Vocals gerade im Refrain ein paar Momente, wo sie ziemlich raushauen aus dem Mix, aber nicht, weil dort eine musikalische Phrase endet oder ein Zielton ist, sondern ja, weil der Ton halt einfach lauter aufgenommen oder halt, keine Ahnung, lauter gezogen wurde vielleicht auch. Mhm. Also da definitiv, wie du sagst, da müsste man ein bisschen mehr Arbeit und Fleiß tatsächlich noch in Automation und in Kleinstarbeit stecken, weil das grundsätzliche Gerüst, was er gebaut hat mit dem Mix, ist ja gar nicht schlecht. Also es gibt ja eine grundsätzlich sehr, sehr solide Balance. Ja, sehe ich genauso. Und wie gesagt, jetzt auch keine absolut riesigen Ausreißer im Frequenz- oder Lautstärke-Sinne. Eine Sache noch, die ich noch allgemein sagen würde zu dem ganzen Mix. Ja. Das sind die oftmals etwas unterschätzten oder oftmals auch sehr überschätzten Höhen. Man merkt hier sehr, sehr stark, dass an den Höhen nicht besonders viel gearbeitet wurde, sondern dass sie im Prinzip sehr, sehr natürlich eigentlich belassen wurden, was aber so ein bisschen den Kontrast darstellt, weil man merkt, dass das Low-End und auch der Mittenbereich sehr, sehr viel bearbeitet sind. Also man hört, da ist Processing, also Bearbeitungsschritte, die da abgehen, Kompression und auch definitiv EQs. Im hohen Bereich ist es so, dass es so ein bisschen offener, natürlicher ist, was aber in dem Fall jetzt im Zusammenhang mit dem Rest
nicht der richtige Weg ist, glaube ich. Weil gerade so die Drums zum Beispiel, wenn du da mal drauf hörst, die haben insgesamt, klingen sie ja nicht, ich würde nicht sagen bedeckt. Ein alter Mentor von mir hat immer gesagt, das klingt dann so, als wenn du so eine Wolldecke übers Schlagzeug legst. Ganz so schlimm finde ich es nicht. Aber es klingt schon so, als wenn die Becken ein bisschen weiter oder als wenn generell das Schlagzeug ein bisschen weiter weg ist. Es hat nicht so viel Höhen, atmet nicht so viel. Wenn dann aber die Crashbecken oder so reinkommen, dann ist es schon ziemlich krass. Mhm. Ja, also da wurde relativ wenig, glaube ich, dran gearbeitet oder vielleicht halt mit einer anderen Absicht daran gearbeitet. Ja, genauso wie die S-Laute in der Stimme. Also da fehlt mir insgesamt in den Höhen so ein bisschen mehr dieser polierte, ausgereifte, professionelle Charakter. Die Feinheiten. Den, genau, die in anderen Bereichen im Mix definitiv besser vorhanden sind als im Höhenbereich. Also gerade dort, wo der Mix noch so ein bisschen einfach mehr scheinen könnte und einfach noch ein bisschen größer und wichtiger klingen könnte, da gibt's auf jeden Fall ein paar Schwächen, finde ich. Und ja, ist halt sehr schade, dass es halt Übersteuerung gibt, weil die hörbar sind an einigen Stellen. Und das ist auch ein Zusammenspiel aus Becken und Gitarren tatsächlich, die Overshoots. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt Gereon ist, mir könnte das durchaus auch passieren mit den Höhen, man hört die ja im Alter jetzt nicht ganz so perfekt, und wenn man es nicht gewohnt ist und nicht geübt ist oder dann im Zweifel auch nicht mit einem Analyzer arbeitet, ne, dann kann einem das schon durchaus durchrutschen, hängt auch ein bisschen von der Abhöre ab, dass man es manchmal nicht hört, oder ich habe zum Beispiel einen Kopfhörer, den DT770 von Beyer Dynamic mit 205, ja genau, du hast ihn auf dem Ohr, der macht für mich persönlich viel zu viel Höhen, was mich dann, wenn ich damit mixen würde, also sagen wir mal, man hat jetzt keine echte Abhöre, sondern ist gezwungen, weil Mietswohnung oder sonst was irgendwie mit Kopfhörern abzumischen, hat sich einen guten Kopfhörer gekauft und ist genau dieser DT770 mit 250 Ohm, da würde ich auch zu wenig Höhen reindrehen, weil der Kopfhörer selber schon so viele Höhen hat, da muss man wirklich mutig sein, um über dieses Limit noch drüber hinaus zu gehen, und dann klingt es auch auf dem Kopfhörer nicht mehr schön. Also das kann sicherlich verschiedene Gründe haben, warum man da so ein kleines Defizit in dem Bereich hat, ne? Ja, aber ist eigentlich ungewöhnlich, ne? Eigentlich ist ja das Low-End meistens das viel größere Problem als die Höhen zum Beispiel. Aber ich glaube einfach, dass die Intention des Mischers hier einfach weniger auf den Höhenbereich lag, sondern dass eben dieser besonders warme und runde Soundcharakter sehr wichtig war. Oder eben seine Soundvorstellung war. Aber ich glaube, mit ein paar kleinen, wenigen Eingriffen, das sind jetzt ja keine Baggerschaufeln mehr, die man da irgendwie bewegen muss, sondern wirklich schon relativ kleine Details, die man da noch schubsen könnte, dann könnte man den Mix tatsächlich nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Also da bin ich mir sicher. Weil grundsätzlich finde ich es gut. Die Basis steht, ne? Wir halten fest, auf jeden Fall, Gereon, super Mix schon mal abgeliefert. Ein bisschen Feinheiten noch, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in die Feinheiten reinlegen. Stichwort Automation und dynamische Bearbeitung. Dann noch ein Blick auf die feinen Höhen, auf die, wie man sagt man immer, teuren Höhen. Die teuren Höhen, die so ein Mix dann teuer klingen lassen. Also das, was im Prinzip den Profi-Mix dann unterscheidet. Im Zweifel vielleicht auch mal ein Mastering von Björn gönnen. Einfach mal zu sagen, okay, ich mache das Mastering mal nicht selber oder gebe das mal Björn. Mach vorher eine Mixkritik und dann hinterher ein Mastering, um mal zu gucken, was tatsächlich aus meinem Mix herauszuholen ist. Alle Infos findest du dazu im Recording-Blog, und wenn du Björn direkt schreiben möchtest, kannst du das machen an björn@recording-blog.com. Und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß an dieser Mixkritik, die wir einmal im Monat im Premium-Bereich machen. Ich hoffe, du hast Lust, auch demnächst wieder einzuschalten. Ich bedanke mich bei Björn für deine Zeit, die du hier gespendet hast für diesen öffentlichen, für diese öffentliche Mixkritik, und verabschiede mich von dir und von euch da draußen jetzt mit einem herzhaften Yasu. Macht's gut und passt auf euch auf. Ciao.